Was wissen wir von unserem Berg und wie denken wir darüber? Bitte, bitte. Österreich hat eine großartige technische Leistung vollbracht. Es hat auf dieser Baustelle Gewalt gezeigt. Die muss ja erst einmal geleistet werden, diese gigantische Arbeit. Und wenn wir selbst dabei draufgehen. Weil so viele Trauernde haben wir nicht. Und unsere Fußballstadien brauchen wir was Gescheiteres. Etwas Schlimmes geschieht und schon setzt sich Elfriede Jelinek an ihren Computer und liefert uns ein Stück dazu. Man denke an Steckenstab und Stange. Die Straße, die Stadt, der Überfall. Wut, die Schutzbefohlenen. Den Ehrgeiz, prächtige Werke zu entwerfen, Staudämme und Türme, hat mein Herz heute nicht mehr. Aber vielleicht können wir es schon vorher vergessen und nachher verbrennen.